The following contest is the Royal Rumble Match. Ja, das Highlight der Pay-Per-Views, der Royal Rumble. Und das lassen wir jetzt mal so durchlaufen hier, weil... Ja, Rauswurf nur was übers Ringseil und beide Füße müssen den Boden berühren. Ja, WrestleMania. Ja gut, ob es die Arena wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber lassen wir mal Nummer 1, also den Herrn, der die Nummer 1 gezogen hat. Und es ist Randy Phantom. Oh, das ist natürlich nicht so glücklich jetzt für ihn. Introducing the participants first. Representing the Republic from Germany, Randy Phantom. Ja, Nummer 1, das ist immer ein nicht schönes Los. Vor allem er tritt ja für SmackDown an und in der Regel ist es ja immer so, dass die Royal Rumble-Sieger sind ja meistens von Raw. Aber nur wenn Money in the Bank von SmackDown gewonnen wurde. Ja, ich glaube, er kann selber gar nicht fassen, was Nummer 1 so ein Dreck. Ja, mal gucken, wer jetzt Nummer 2 ist. Mit Spannung. Okay, wer ist das? Es ist Brent Daniels. Ja, der Mann, der noch kein Match bisher verloren hat. Ja gut, in einem Royal Rumble kann man eigentlich, wenn man so sieht, nicht verlieren. Man kann höchstens eliminiert werden. Da haben wir schon den zweiten von SmackDown. Also wenn man so sieht, ein SmackDown-Opener. Ja, wenn es nach ihm ginge, würde er natürlich den Royal Rumble gewinnen, ganz klar. Ja gut, wenn es nach Randy Phantom geht, würde er wahrscheinlich auch gewinnen wollen. Genauso wie die anderen 28, die noch folgen. Ja, da haben wir Nummer 1 und Nummer 2 im Ring. Randy Phantom und Brian Daniels eröffnen den diesjährigen Royal Rumble. Und es sind ja noch viele, viele Leute dabei, wie der Dragon Warrior, wie Sanchez, Nemesis, Daryl. Keine Ahnung, wer noch alles. Ja, Brock Nitro ist natürlich nicht dabei. Der hat ja eine Titelchance. Wer ist noch alles dabei? Ja. David Riott ist dabei. Rex ist dabei. Booker T ist dabei. Ultra Leon. Keine Ahnung, wer noch alles. Genug. Ja, und da versucht Brian Daniels gleich mal Randy Phantom aus dem Ring zu werfen. Und da unten läuft der Counter. Nein, Randy Phantom kann sich nochmal zurückkämpfen. Und wer ist Nummer 3? Crazy Omega. Auch lange, lange nicht mehr gesehen. Da ist er. Oh, das heißt, wir haben jetzt zwei Mitglieder der New Luna Republic im Ring. Naja, gut, ehemaliges Mitglied. Ich weiß gar nicht. Ne, Crazy Omega ist inzwischen wieder raus. Ja, Randy Phantom sagt doch schon, ja, hier, komm, Pause. Ja, werden jetzt Crazy Omega und Randy Phantom vielleicht zusammenarbeiten? Und wir haben schon drei Leute jetzt von SmackDown im Ring. Noch keinen von Raw. Ah, Brian Daniels kämpft sich zurück. Und da unten läuft der nächste Counter. Und Randy Phantom versucht dann da gleich mal Crazy Omega aus dem Ring zu werfen. Und Brian Daniels hilft. Und wer kommt als nächstes? Sanchez! Und nein, Crazy Omega ist nicht draußen. Der kämpft sich nochmal zurück. Oh, wie schnell ist er denn jetzt hier? Und wieder einer von SmackDown. Jetzt haben wir schon vier Leute von SmackDown im Ring. Ja,
Aber der will nicht raus. Und genau wie Crazy Omega, der will auch nicht raus. Aber er muss jetzt raus. Und Crazy Omega, der Erste, der hier eliminiert wird. Und ich glaube, Sanchez soll der Nächste werden. Und Nummer 1 und 2 sind immer noch im Ring. Ah, da läuft schon der Counter für den Nächsten. Wer wird es sein? Wieder einer von SmackDown? Booker T, der ehemalige zweifache Intercontinental Champion. Auch von SmackDown. Ah, und er versucht gleich mal Randy Phantom hier rauszuwerfen. Sanchez versucht sich an Brent Daniels. Ja, Nummer 1 und 2 momentan sehr in der Bredouille. Nein, jetzt nur noch Nummer 2 in der Bredouille. Und nein, Brandon Daniels noch drinne. Schön mit dem Feldaufschwung, den ich damals in der Schule niemals hingekriegt habe. Ich glaube, den würde ich heute. Ich würde heute noch nicht mal mehr Vorwärtsrolle hinkriegen. Na, und da läuft der Counter schon wieder. Wir haben Nummer 1 noch drin, Nummer 2, Nummer 4 und Nummer 5. Crazy Omega ja schon ausgeschieden, kam ja als Nummer 3. Ja, kommt jetzt endlich mal einer von Raw. Wer ist der Nächste? Nemesis! Und da haben wir den Ersten, der von Raw reinkommt. Und er legt sich sofort hier mit Sanchez an. Ja, Booker T und Randy Phantom. Ist das vielleicht darauf zurückzuführen wegen Dings, wegen El Scorpio? Kann ja sein. Ja, die ersten beiden immer noch im Ring, immer noch im Rennen. Ah, Sanchez hängt da in den Ringseilen, genau wie Booker T. Der beide können sich rauskontern. Und wenn nicht hier bald mal einer rausfliegt, dann dauert das gleich sehr lange, denn es werden ja nur 6 gleichzeitig hier im Ring geduldet, sage ich mal. Und wer kommt jetzt? Der Jack of Club. Wieder einer von SmackDown. Okay, wir hatten einen von Raw und 6 Leute von SmackDown. Und Nemesis geht. Also der so ziemlich zum Schluss gekommen ist, muss auch jetzt gehen. Nummer 2 ist draußen. Also der Zweite. Ja, was macht der Jack of Club? Ja, sein Tag-Team-Partner ist natürlich auch noch mit dabei, also Rusev. Ja, und Nummer 1 und Nummer 2 bekriegen sich da. Ah, Jack of Club gegen Booker T. Nein, da gibt es einen Konter. Snap-Suplex von Booker und wieder Nummer 1 und Nummer 2 gegeneinander. Sanchez auch gegen den Jack of Club da am Tun und am Machen und wird jetzt Nummer 1 rausfliegen. Und nein, er hält sich noch im Ring. Noch die ersten beiden immer noch da. Ja, wer kommt als Nächstes? Das ist ja auch wieder das. Oh, Booker T da gefährlich nah am Ausscheiden. Genau wie Sanchez. Und Randy Phantom, der torkelt da rum. Nein, Randy, der schon Booker T kann sich zu. Und wer ist der Nächste? Dragon Kid. Wieder einer von SmackDown. Da sind wir wieder. Ja, ich muss zwischenzeitlich mal pausieren, weil das Telefon wieder geklingelt hat. Das habe ich jetzt aus dem Fenster geschmissen. Ach, wo geht es hier im Hintergrund weiter? Ja, auf jeden Fall. Oh, Booker T ist draußen. Habe ich gerade mal hingesetzt, das Headset wieder aufgesetzt und hier alles in Position gebracht. Und dann ist Booker T draußen. Na egal, wir haben Dragon Kid auf jeden Fall im Ring. Und Sanchez mit einem Feldaufschwung wieder drin. Oh, jetzt wird's interessant. Und Nummer 2 ist nicht draußen. Nummer 1 und 2 immer noch im Rennen. Ah, Dragon Kid jetzt gegen Randy Phantom. Und da oben sieht's schlecht für den Zahn of Pain aus. Brandon Davis geht sofort ran mit der Unterstützung von Sanchez. Nein, der Zahn of Pain kämpft sich zu. Mal gucken, wer der Nächste ist, der hier zum Ring kommt. Von Raw ist ja momentan keiner mehr drin, soweit ich das sehe. SmackDown. Alles hier von SmackDown drin. Und da kommt gleich der Nächste und der Zahn of Pain droht hier wieder rauszufliegen. Sanchez mischt sich diesmal nicht ein. Wer ist der Nächste? Es ist Masada. Einer von Raw.
Damit haben wir den zweiten von Raw. Also wäre Masala später gekommen, hätte ich gesagt, der hat definitiv Ambitionen hier zu gewinnen. Oder nein, fällt auch schon. Aber es müssten mal wieder welche rausfliegen, weil sonst kommen hier keine mehr. Oh, Dragon Kid bedrohlich. Und ist draußen. Das war ein Big Boot, der sich gewaschen hat. Und Dragon Kid ist draußen. Und Randy Phantom ist auch draußen. Nummer 1 ist aus dem Turnier ausgeschieden. Hat sich lange, lange drin gehalten. Und Sancho ist dagegen Nummer 2. Nein, Brandon ist holt sich selbst wieder zurück in den Ring. Der Zar of Pain auch noch drinne, aber ich glaube gleich nicht mehr, wenn das hier so weitergeht. Jetzt fliegen sie alle raus, wie die fliegen. Nein, der Zar of Pain hält sich noch drinne. Sanchez versucht da unten Brent Daniels rauszuwerfen, der sich aber auch wieder zurückkämpft. Und Masada hängt in der Ringecke. Der Zar of Pain ist mit dran. Ne? Und Whip entgegen Sanchez. Ah, Sanchez wieder drinne. Alle Vieren noch drinne und natürlich auch noch Nummer 2. Und dann bekommt der Zar of Pain erstmal eine schmerzvolle Close-Line ab. So, jetzt Sanchez hängt in den Seilen. Brandon ist dran. Oben links haben wir genau dasselbe Prozedere. Wer ist der nächste? Ricardo Tito Ortega. Das fehlt jetzt nur da. Einer der neuen CAWs. Ja, da ist er auch schon. Mal gucken, was er hier so zeigt. Ist ja einer der Inaktiven, die daran teilnehmen, dass ich hier die 30 auch erreiche. Und größtwahrscheinlich wird er auch fest hier nach dem Rumble drin sein. Und Masada ist draußen. Der Zar of Pain schmeißt Masada raus. Und der Zar of Pain hier beim nächsten schon bei, nämlich bei Brent Daniels, der schon am längsten hier jetzt mit bei ist. Er war Nummer 2. Und Ricardo, der Spanier gegen den Mexikaner. Und da läuft der Counter. Wer kommt als nächstes? Terratox, auch schon lange, lange nicht mehr gesehen. Und Brent Daniels hält sich wacker. Ja, Sanchez und Terratox natürlich auch alte Bekannte. Bin mal gespannt, ob sie hier zusammenarbeiten. Oh, da hat Sanchez gerade Lack gehabt. Und Ricardo hängt da unter dem Seil. Sanchez kämpft sich wieder zurück. Und da gibt es einen Swinging Neckbreaker von Ricardo Tito. Und Terratox hängt außerhalb. Oh, der Zar of Pain, der wankt. Und oh, zu zweit gehen sie jetzt auf Brent Daniels los. Während der Counter hier weiter runterläuft. Und da haben wir Daryl. Den man ja auch schon sein King of the Ring nicht mehr gesehen hat. Und der Zar of Pain wird rausgehauen. Von Ricardo Tito Ortega. Er hat sein erstes Opfer gefordert. Und Nummer 2 ist immer noch drinne. Schöner Spin-Kick von Sanchez gegen Brent Daniels. Ah, Sanchez, der atmet auch erstmal hier durch. Und Daryl gegen Terratox. Die so ziemlich inaktivsten im Kader. Und Ricardo muss in die Ringecke. Daryl hängt. Nein, er macht einen Feldaufschwung. Und Ricardo ist raus. Das war ein relativ kurzes Debüt. Ja, was haben wir jetzt noch im Ring? Terratox, Sanchez, Daryl und Brent Daniels. Zwei, die man sehr lange nicht gesehen hat. Einer, der sehr, sehr lange durchhält und natürlich der älteste CAW im Roster, der erstmal in die Ringecke befördert wird von Brent Daniels, der sich wacker hält. Und da gibt es einen DDT von Terratox. So, Sanchez auf dem obersten Ring. Wer kommt als nächstes? Rex! Und Sanchez ist raus. Und wieder mal nur Smackdown-Leute im Ring. Oh, Daryl ist auch raus. Das hat man jetzt gar nicht so gesehen. Er ärgert sich ganz klar. Da waren es nur noch 3.
Und Daryl immer Bryan Danielson immer noch im Ring. Mit dem Feldaufschwung holt er sich jetzt erstmal wieder zurück. Und Dropkick und Rex hängt in den Seilen, oder vielmehr in der Ringecke. Bryan Danielson, der guckt sich das aus der Entfernung an. Gut, warum auch nicht? Der kann ja auch mal durchatmen. Wer kommt als nächstes? Wer ist Nummer? Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mehr mit drauf geachtet. Nummer 14 ist Ultra. Wir sind noch nicht bei der Hälfte. Möchte ich jetzt mal so hinzufügen. Ja, Ultra und Teratox waren ja beide bei der Order kurz gewesen. Ne, Ultra ist immer noch da. Und die Nummer 2 ist draußen. Also Nummer 1 und 2 beide eliminiert. Und wir haben jetzt, ja, Ultra und 2 Techniker. Ultra geht auf alles los, was sich hier bewegt. Und Rex nimmt ihn da auf die Schultern und blickt einfach mal nach hinten ab. Wer ist der Nächste? Wer ist Nummer 15? Wer kommt bei der Hälfte? Und es ist... meine eigene Wenigkeit! Genau bei der Hälfte! Ja, was macht meine Wenigkeit? Geht auf Teradox los? Und Rex darf laufen und bekommt einen Suplex ab. Ja, meine eigene Wenigkeit versuchte da gerade Teratox rauszuschmeißen, aber das wurde nix. Oh, ich hänge da in den Ringseilen. Teratox versucht mich gerade rauszuwerfen. Nein! Ah, Konter von Rex und Konter von meiner eigenen Wenigkeit auch. Ja, who's next?